Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 11 und Tagesordnungspunkt 57. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung. Drittes Gesetz zur Änderung des Landesblindengeldgesetzes. Berichterstattung hat hier der Kollege Schad. Hierzu gibt es Änderungsanträge, einen der DIE LINKE, einen der Fraktion der SPD und einen Antrag der Fraktion der SPD, Einführung eines Sinnesbehindertengeldes für gehörlose Menschen. Herr Kollege Schad, Sie haben das Wort zur Berichterstattung. Sprichst du dann auch gleich? Nee. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei Stimmen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und den Freien Demokraten gegen die Stimme der LINKEN und Stimmenthaltung von SPD und AfD empfiehlt der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss dem Plenum, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags auf Drucksache 20-1601 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Schad. Ich eröffne die Aussprache. Erster Redner ist der Kollege Pürsün für die Fraktion der Freien Demokraten. Vereinbarte Redezeit sind 7,5 Minuten. Kollege, wollt ihr zuerst bei der SPD? Also, ich habe das jetzt hier in der Reihenfolge. Dann könnte Frau Alex, wenn sie möchte, als Erste. Alles klar. Dann fangen wir mit Frau Alex an. Nur langsam, Frau Alex. Keine Eile. Keine Eile, wir sind gut in der Zeit. Alles in Ordnung. Oh je. Gernot, könntest du mir mal meine Brille geben? Entschuldigung, das war jetzt so überraschend. Dankeschön, alles gut. Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Landesblindengeld, zweite Lesung. Wir haben gute Nachrichten und wir haben schlechte Nachrichten. Ich fange mit den guten Nachrichten an. Seit 1977 gibt es in Hessen ein Landesblindengeld. Es hilft den Betroffenen, schwer sehbehinderten und blinden Menschen bei der Bewältigung ihres Alltags. Und es hilft ihnen, zum Beispiel dadurch, dass sie sich Taxikosten leisten können, am kulturellen und sozialen Leben teilzuhaben. Das ist auf jeden Fall gut. Gut ist auch, dass während der Anhörung ich mich gar nicht erinnern kann, dass jemand gesagt hat, die Höhe des Blindengeldes, zumindest des Blindengeldes insgesamt, ist zu niedrig, das Blindengeld ist nicht in Ordnung. Nein, es scheint auch auskömmlich zu sein. Und das ist, glaube ich, der zweite Punkt, den wir hier festhalten müssen. Die Anhörung hat natürlich eine ganze Menge von Informationen gebracht. Und ich fand das vorhin total frech, zu sagen, es gäbe hier nur eine einzige Fraktion, die nach der Anhörung eventuell sich noch Dinge überlegen würde. Ich meine, die AfD hatte ihren Änderungsantrag schon fertig, da war das Gesetz noch gar nicht eingebracht. Ja. Also von Ihnen brauchen wir uns nicht belehren zu lassen. Ich habe bei der Einbringung des Gesetzes drei mögliche Kritikpunkte genannt, die schon vorher in der Diskussion gewesen waren und die sich auch durch die Anhörung in der Breite bestätigt haben. Das eine ist die Befristung. Das Gesetz läuft aus. Genau noch 21 Tage heute gilt das Landesblindengeldgesetz. Dann ist es vorbei. Und die Leute machen sich Gedanken und Sorgen, wie wird es weitergehen. Wissen Sie, und da können Sie gerne hingehen zu den Menschen und sagen, keiner hat die Absicht, das Landesblindengeld abzuschaffen. Ja? Die Menschen glauben das nicht. Sie sind nämlich gewohnt, dass man Politikern nicht immer glauben kann. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe einen Verdacht. Und selbst der Minister Al-Wazir hat ja vorhin in der Fragestunde gesagt, ja, also was auf Parteitagen beschlossen wird und was in der Landesregierung gemacht wird, das sind ja zwei Paar Schuhe. Ja? Und er hat auch gesagt, mit mir gibt es kein Terminal 3 am Frankfurter Flughafen.
Und da werden die Leute natürlich misstrauisch, vor allen Dingen, wenn es um lebensnotwendige Unterstützung geht. Der zweite Punkt, den wir kritisiert haben, ist die Frage des Zuzugs aus einem anderen Bundesland in eine stationäre Einrichtung in Hessen. Diese Menschen bekommen nichts. Das hat uns noch keiner erklären können, warum das so ist. Aber vielleicht wird der Minister in seiner Stellungnahme etwas dazu sagen können. Die Menschen können es nicht nachvollziehen, wir können es auch nicht nachvollziehen. Der dritte wesentliche Kritikpunkt war, dass nichts gesagt wird über ein Landesblindengeld. Landestaubblindengeld. Die taubblinden Menschen bedürfen unserer besonderen Unterstützung, auch der materiellen Unterstützung durch das Blindengeld. Ihre Welt ist still und duster. Stellen Sie sich das vor. Es ist einfach furchtbar. Und da kann natürlich jemand kommen und sagen, wie von den Regierungsfraktionen, Geld ist nicht alles. Natürlich ist Geld nicht alles. Natürlich brauchen wir ausgebildete Assistenzen. Aber wenn einer sagt, Geld ist nicht alles und ist dabei ein gut situierter, gesunder Abgeordneter, dann habe ich meine Zweifel, ob das so verstanden wird. Wir beraten ja mit diesem Gesetzentwurf auch unseren Antrag Gehörlosengeld. Ich will nur ein Wort dazu sagen oder einen Satz. Wir wollen der Landesregierung helfen, ihre positiven Ziele, die im Koalitionsvertrag zu lesen sind, nämlich ein Gehörlosengeld für Hessen einzuführen, möglichst zeitnah zu verwirklichen. Und wir hoffen, dass dieser Antrag dazu beiträgt. Wir sollten uns aber nicht darüber täuschen, dass blind plus taub, das heißt Summe blind plus Summe taub, das Gleiche ist, sondern die Behinderung der Taubblinden ist um ein Vielfaches schwerer. Und hier muss geholfen werden. Wir haben diese Kritikpunkte auch in den Stellungnahmen durchgehend gehört. Ich habe es Ihnen gesagt. Zwei weitere Punkte sind für uns oder nach unserer Sicht hinzugekommen. Das eine ist die Kosten des Attestes. Es wurde in der Anhörung glaubhaft gemacht, dass Menschen die Möglichkeit, das Blindengeld zu bekommen, was übrigens Anträge zu stellen. Haben Sie mal beim Versorgungsamt einen Antrag gestellt? Ja, ich weiß, was das bedeutet. Ja, diese ganze Mühe, sich zu unterziehen und noch 80 bis 200 € hinzulegen, weil man vielleicht dann irgendwann in vielen Monaten Blindengeld bekommt. Viele Menschen scheuen davor zurück und verzichten auf das, was ihnen zusteht, und verzichten damit auch auf Verbesserung ihrer Lebensqualität. Und ein anderer Kritikpunkt, die Versagung des Blindengeldes. Das Blindengeld kann versagt werden, wenn einer es nicht nutzen kann. Wer entscheidet das? Wer entscheidet, ob jemand in der Lage ist, sich Hilfen zu suchen, gleich welcher Art? Wer macht das? Wer macht das, der dann sagt, du kriegst nichts, weil du kannst ja nichts? Und der andere Punkt, es kann auch versagt werden, wenn jemand eine Freiheitsstrafe verbüßt. Aber dazu muss ich sagen, es soll eine Kompensation sein für ein schweres körperliches Leiden. Es darf keine zusätzliche Strafe sein für Menschen, die sich haben etwas zu Schulden kommen lassen. Und es ist auch keine Belohnung für Wohlverhalten. Wir haben aus den genannten Schwachstellen des Gesetzes einen Änderungsantrag gemacht, der Ihnen vorliegt und den wir hier auch beraten werden. Wir beantragen natürlich eine dritte Lesung. Und wir bitten den Hessischen Landtag, dass er
doch die Schwachstellen dieses Gesetzes ausmerzen möge. Und ich möchte das Wort ausmerzen auch im wörtlichen Verstanden wissen, in Referenz zu meinem Kollegen Gerhard Merz, der sich für dieses Thema in der vergangenen Legislaturperiode sehr stark eingesetzt hat. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin. Alex, ja, nächste Rednerin, Frau Böhm, wollen Sie? Frau Böhm, wollen Sie oder willst du jetzt? Ihr habt das hier alles durcheinander gebracht jetzt. Aber der Janke Pürsün kann auch, wenn er will. Bitte schön, Janke Pürsün, Fraktion Die Freien Demokraten. 7,5 Minuten. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Die Kollegin Alex hat zu Recht die Schwierigkeiten angesprochen, die Bedürftige und Anspruchsberechtigte in Deutschland haben mit den sozialen Leistungen, die wir haben. Da würde das Bürgergeld helfen, was die FDP seit 25 Jahren vorschlägt und immer wieder auch einbringt, was aber leider von allen anderen Parteien abgelehnt wird. Das wäre genau die Lösung, um den Sozialstaat einfacher zu machen und den Menschen, die Ansprüche haben, dann auch zur Vergeltung zu ermöglichen. Das Landesblindengeldgesetz tritt dieses Jahr zum Jahresende außer Kraft. Deswegen beschäftigen wir uns hier auch in der zweiten Lesung mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung. Es ist ein Gesetzentwurf, den ich als enttäuschend bezeichnen möchte. Enttäuschend deshalb, weil er die Chance versäumt, das zu regeln, was längst geregelt hätte werden müssen. Das ist in erster Linie ein Taubblindengeld. Wann immer wir uns mit dem Thema Hilfe für Taubblinde auseinandergesetzt haben, hieß es, wir müssen die Anzahl der taubblinden Menschen in Hessen ermitteln, und dann erst können wir uns mit der Frage der Ausbildung von taubblinden Assistenzen beschäftigen. Das ist jetzt anderthalb Jahre her. Aber neue Erkenntnisse gibt es anscheinend noch nicht. Wenn die Landesregierung schon so lange braucht, um hier weiterzukommen, dann könnte sie in einem ersten Schritt wenigstens schon einmal die finanzielle Seite im Landesblindengeldgesetz regeln und den Taubblinden ein Taubblindengeld zuerkennen. In gleicher Weise hätte sie auch das Gehörlosengeld, das sie im Koalitionsvertrag vereinbart haben, bereits regeln können. Normalerweise ist es ja gut, wenn diese Landesregierung ihren Koalitionsvertrag nicht umsetzt. Das begrüßen wir in der Regel. In diesem Fall ist es verantwortungslos, dass Sie es nicht machen. Wenn Sie das getan hätten, dann wäre dieser Gesetzentwurf ein großer Wurf gewesen. So ist er es nicht. Und die Landesregierung hätte es sogar in einem einzigen Gesetz, einem Sinnesbehindertengesetz, wie es in Thüringen gibt, zusammenfassen können, das Blindengeld, das Taubblindengeld und auch ein Gehörlosengeld. Stattdessen wird mit einigen Klarstellungen und kleinen Korrekturen, die der Verständlichkeit dienen oder mit Verrechnungsmodalitäten zu tun haben, das ursprüngliche Landesblindengeldgesetz ohne besondere Veränderung vorgelegt. Das ist sehr bedauerlich und wird den Sinnesbehinderten in unserem Land nicht gerecht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Pürsün. Ja, jetzt würde ich aber vorschlagen, Frau Böhm, dass Sie jetzt rankommen. Bitte schön, Frau Kollegin. Ich werde auch das Pult öfters mal rauf und runter machen müssen. Ne? Ich hätte das Pult auch fit. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben heute das dritte Gesetz zur Änderung des Landesblindengeldgesetzes. Die UN-Behindertenrechtskonvention erlegt uns in den allgemeinen Grundsätzen im Artikel 3 auf die individuelle Autonomie von Menschen von Behinderungen und die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft sicherzustellen. Also das ist der Auftrag, den hier wir bekommen haben. Diesem dient natürlich auch das Landesblindengeld, und es ist gut, dass es in Hessen ein solches Gesetz gibt.
Es ist allerdings nicht gut, meine Damen und Herren, und da spreche ich ganz besonders Schwarz-Grün an, dass Sie bei der aktuellen Gesetzesanpassung wiederum nur kleine und formale Korrekturen und Richtigstellungen vorgenommen haben. Sie haben die wesentlichen Forderungen der Verbände und der betroffenen Initiativen mal wieder ignoriert, und damit verwehren Sie vielen den Anspruch auf Autonomie und das Recht auf Teilhabe. Hier wäre es wirklich die Aufgabe der Landesregierung, diesen Anspruch zu realisieren. Das ist die Erwartung, und das ist der Auftrag, den Sie haben. Schon vor 7 Jahren hatte der Kollege Decker, jetzt ist er gar nicht da, wollte ich ihn mal erwähnen, von der SPD nach einer gezielten Unterstützungsleistung für Taubblinde gefragt. Also, es ist schon eine längere Geschichte, die hier wir im Landtag nachzuvollziehen haben. Und seit diesem Zeitpunkt gab es auch eine Vielzahl von Gesetzesvorlagen, Anträge, Anhörungen und so weiter, wo immer wieder dieses Taubblindengeld gefordert wurde. Aber die schwarz-grüne Mehrheit hat in diesem Haus die Expertise der Verbände ignoriert und den Unterstützungsbedarf dieser zahlenmäßig zwar sehr kleinen, aber da sehr stark gehandicapten Menschen einfach weiter ignoriert. Und Kollegin Alex hat das ja geschildert, dass es da wirklich nicht um eine Addition von Behinderungen, sondern um eine Kumulation von Themen gibt, die damit verbunden sind. Und ich frage mich jetzt wirklich, warum, was ist so schwer, dieses Taubblindengeld einfach mal in dieses Gesetz aufzunehmen? Kollege Pürsün hat ja vorhin gesagt, Sie wollten die Taubblinden zählen, also mal feststellen, wie viel wir eigentlich haben. Also, ich weiß nicht, wir wissen, dass es nicht riesige Massen sind. In vielen Gesetzesvorlagen wissen Sie noch gar nicht, was das Gesetz uns kosten wird. Warum muss es jetzt bei diesem Gesetz so sein, dass Sie vorher genau wissen, was auf Sie zukommt, ohne diese Maße? Ich habe es jetzt leider nicht verstanden, aber ich denke, Sie können doch auch weiter darüber nachdenken, welche weiteren sinnvollen Maßnahmen notwendig sind, wie Assistenzleistungen, wie diese geplant werden können, wenn auch das in anderen Bundesländern schon längst stattfindet und wir uns da einfach auch die Expertise holen könnten. Aber ich denke, es erschließt sich mir überhaupt nicht. Es wurde vorhin darauf hingewiesen und hier auch Rot-Rot-Grün in Thüringen gelobt. Von der FDP finde ich ja auch eine interessante Variante, dass es dort ein Sinnesbehindertengeld gibt. Gute Sache. Ich denke, da sollten wir uns auch das sollten wir uns als Vorbild nehmen und in diese Richtung schnellstens weiterzuarbeiten. In den Änderungsanträgen von der LINKEN und der SPD finden Sie ja zwei fast identische Vorschläge. Also nehmen Sie die Anzuhörenden ernst. Stimmen Sie jetzt in der Ausschusssitzung nachher einen der vorgeschlagenen Anträge zu, und lassen Sie uns endlich dieses Taubblindengeld in Hessen einführen. Unser Änderungsantrag geht aber noch deutlich darüber hinaus, denn auch die bisherigen Regelungen sind alles andere als diskriminierungsfrei. Es ist für mich völlig unklar, warum eine Person, die eine Freiheitsstrafe verbüßt oder zwangsweise untergebracht ist, den gesetzlichen Anspruch auf das Blindengeld verliert. Ein Aufenthalt im Knast macht ja noch nicht plötzlich sehend. Und dort ist eine Sehbehinderung noch viel schwieriger und hat noch viel mehr Nachteile. Die gilt es auch wirklich auszugleichen. Es darf hier keine Doppelbestrafung geben. Das steht ganz klar im Widerspruch zur UN-Behindertenrechtskonvention. Es erschließt sich uns genauso wenig, warum eine blinde Person unter 18 Jahren einen geringeren Unterstützungsbedarf haben soll. Die Zahl der Minderjährigen ist jetzt nicht so hoch, aber gerade die Personen, also Minderjährigen mit Erblindung ist nicht so hoch, aber gerade die Personen stehen vor großen Herausforderungen, Schule, Ausbildung und Freizeitgestaltung. Warum sollen die eigentlich schlechter gestellt werden? Wir wollen ein einheitliches Blindengeld für alle Betroffenen, unabhängig vom Alter oder irgendwelchen anderen Statusfragen.
Was ich jetzt überhaupt nicht verstehe, ist Ihr Vorstoß, die Kosten für die augenärztliche Bescheinigung den Menschen mit Sehbehinderung aufzulegen. Was wollen Sie damit? Wollen Sie arme Menschen davon abhalten, das Landesblindengeld zu beantragen? Also, ich kann hier keinen Sinn darin erkennen, außer dass es eine Geldsparaktion wäre. Es wäre das Einfachste, auf vorhandene Merkzeichen zu verweisen und auf die augenärztliche Bescheinigung komplett zu verzichten, solange es geht. Und das wäre auch eine Form der Entbürokratisierung. Ich denke, hier genau so etwas wollen wir auch mit unserem Änderungsantrag festschreiben. Und natürlich zu guter Letzt ist die Befristung des Landesblindengeldes. Die muss unbedingt aufgehoben werden. Sie ist genauso unsinnig wie die Befristung von den meisten Gesetzen in Hessen. In anderen Bundesländern werden Gesetze nur dann befristet, wenn es wirklich einen sachlichen Grund dafür gibt. Und auch dort werden Gesetze regelmäßig überprüft und novelliert. Das hat nämlich eigentlich nichts miteinander zu tun. Aber für die Menschen mit Sehbehinderung wäre es in diesem Fall besonders wichtig, dass sie dann klar erkennen können, das ist keine vorübergehende Sache, das ist eine dauerhafte. Und das wird nicht nach der Kassenlage entschieden, ob das Landesblindengeld existiert oder nicht. Und wenn Sie sagen, das wäre unstrittig, das wäre doch klar, dass es weitergeführt wird. Also, ich erinnere gerne noch einmal an die Kahlschlagpolitik von Roland Koch, Stichwort düstere Zukunft. Wir haben heute noch viele Einrichtungen, die darunter leiden, mit den Folgen zu kämpfen haben. Und da wurden viele Dinge in Hessen abgeschafft. Oder auch, es gab einmal eine CDU-Alleinregierung im Nachbarland Thüringen. Die hat gerade einmal das Landesblindengeld komplett gestrichen. Also, die Ängste der Betroffenen sind schon durchaus nachvollziehbar und überhaupt nicht aus der Luft gegriffen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie dieses Mal nachvollziehen könnten, dass Menschen existenziell davon betroffen sind, wie sie ihre Politik machen. Wir werden ja auf Antrag der Kolleginnen und Kollegen der SPD eine dritte Lesung zu diesem Gesetzentwurf geben. Und so bleibt Ihnen die Chance, im Rahmen der Ausschussberatung das Gesetz wirklich weiterzuschreiben und progressiv, fortschrittlich weiterzuschreiben. Nutzen Sie die Möglichkeit im Sinne der Menschen mit Sinnesbehinderung und vertrösten Sie die Menschen nicht wieder. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Nächste Rednerin für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN ist die Kollegin Brünnel. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Hessische Landesblindengeldgesetz tritt Ende dieses Jahres außer Kraft. Und genau aus diesem Grund musste das Gesetz auf Aktualität überprüft und überarbeitet werden. Und dazu wurden sowohl schriftliche Rückmeldungen als auch die mündlichen Anhörungen mit einbezogen, und zwar die, die wir immer kennen, der Kommunalen Spitzenverbände, der Blinden- und Sehbehindertenverbände, der Liga der Freien Wohlfahrtspflege oder auch des LBV. Und an dieser Stelle möchte ich schon einmal mich bedanken für den engagierten Einsatz und die rege Beteiligung. Aus unserer Sicht macht es durchaus Sinn, und das sehen wir ganz anders als z.B. die AfD, Gesetze und Rechtsverordnungen zu befristen. Denn dadurch wird immer wieder gewährleistet, dass entsprechende Änderungswünsche und Verbesserungsvorschläge von Betroffenen und ihren Verbänden im Rahmen der Anhörung in regelmäßigen zeitlichen Abständen vorgebracht werden können. Und diese Anregungen führen, wie häufig und wie bei diesem Gesetzentwurf auch, zu Verbesserungen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Landesblindengeld dient dem Nachteilsausgleich und ist eine freiwillige Leistung des jeweiligen Bundeslandes, in dem man wohnt. Die Höhe variiert in den einzelnen Bundesländern sehr stark. Und wenn wir immer wieder von anderen Bundesländern hören, wo sowohl Minderjährige genauso viel bekommen wie Erwachsene oder in dem Taubblindengeld gezahlt wird, sollten wir vielleicht doch auch einmal in den Blick nehmen, dass wir ganz weit vorne rangieren mit der Höhe unseres Landesblindengeldes. Die Leistungsbeiträge unterscheiden sich häufig in der Höhe der Leistung für Minderjährige und Erwachsene, für Heimbewohnerinnen und für Pflegebedürftige oder für hochgradig in der Sehfähigkeit behinderte Menschen. Und um die Leistung zwischen den Bundesländern mal vergleichen zu können, das hat der DBSV gemacht und hat mal so einen
einen Durchschnitt ermittelt und hat festgestellt, Hessen steht in dem Vergleich mit anderen drei Bundesländern, Bayern, Hamburg und Berlin, an der Spitze. Und das gilt es auch mal hier zu benennen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die große Kritik von Seiten der LINKEN und der SPD am Landesblindengeldgesetz beschäftigt sich mit der Gewährung eines Taubblinden- und eines Gehörlosengeldes. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben im Koalitionsvertrag entsprechende Vereinbarungen getroffen. Sowohl die Zahlung eines Gehörlosengeldes ist vorgesehen, als auch die Prüfung, welche Unterstützungsmaßnahmen und Leistungen für Menschen mit besonderem Förderbedarf einzuführen sind. Ja, gehörlose Menschen sind in der Gestaltung ihres Alltags wie blinde und sehbehinderte Menschen auch auf Unterstützung angewiesen. Dessen sind wir uns hinlänglich bewusst. Für die Einführung eines Gehörlosengelds sind jedoch grundlegende Vorbereitungen erforderlich. Den guten, mit viel verbesserten vorliegenden Gesetzentwurf, jetzt, wo er dieses Ende des Jahres ausläuft und wir jetzt evaluiert haben, bereits noch einmal auf die lange Bank zu schieben, das halten wir nicht im Sinne der Betroffenen und auch nicht im Sinne der Verbände, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bemängelt wurde auch sehr häufig die unterschiedliche Höhe des Blindengeldes für Erwachsene und für Minderjährige. Ja, es ist tatsächlich so, auch Kinder und Jugendliche brauchen ausreichende Mittel, um das kompensieren zu können. Aber auch da lohnt sich vielleicht einmal ein Blick in vergleichbare Bundesländer. Nur 4 Bundesländer zahlen Blindengeld unabhängig vom Erreichen der Volljährigkeit. Und klar, die Kinder und Jugendlichen benötigen, um den Ausgleich auch gestalten zu können, finanzielle Unterstützung. Trotzdem gibt es immer noch eine Unterscheidung zu einem erwachsenen Menschen, der voll geschäftsfähig ist, der ein finanziell eigenständiges Leben führen kann. Und deswegen denke ich, ist es durchaus erklärbar, dass es einen Unterschied gibt in der Blindengeldzahlung, in der Zahlung des Landesblindengeldes zwischen erwachsenen und minderjährigen Personen. Ich will jetzt nicht noch einmal Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage von der Kollegin Alex? Alles klar. Ach ja. Lassen Sie uns auch in der zweiten Lesung noch einmal einen Blick werfen auf die Verbesserungen, die nun in der Form des Gesetzentwurfs auch in dem Änderungsantrag der Fraktion CDU und BÜNDNIS 90 GRÜNEN vorliegen. Wir haben es einmal geschafft, in § 1 Absatz 2 aus Gerechtigkeitsgründen, Gleichbehandlungsgründen den grundsätzlichen Ausschluss von Personen, die berechtigt sind, Landesblindengeld zu beziehen, zu entschärfen. Das heißt, es hat sich einmal sowohl der Kreis erweitert, und auch die Höhe der Leistungen ist gestiegen. Auch durch die Klarstellung des zeitlichen Rahmens, was eine vorübergehende Sehstörung ist oder des Sehvermögens, haben wir es dazu gebracht, dass mehr Rechtssicherheit vorliegt. Und ich hatte es in der letzten Sitzung schon erwähnt, wir begrüßen natürlich auch in der letzten Lesung erwähnt, wir haben es geschafft, dass eine bessere Lesbarkeit da ist und dass auch der betroffene Personenkreis nun benannt ist und nicht mehr länger einfach nur durch Ziffernangaben definiert wird. Am 27.11. haben wir im letzten Sozialen Integrationsausschuss noch einmal ein paar Korrekturen vorgelegt, die jetzt auch zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand dienen, unter anderem, aber die jetzt auch das einfacher machen, auch was unter 18-Jährige betrifft. Wir haben § 4 Absatz 1 Nummer 1, war es in der Vergangenheit so, dass bei allen 18-Jährigen, wenn es zu einer Aufstockung gekommen wäre, hätte man es einkommens- und vermögensabhängig überprüfen müssen nach § 72 SGB XII. Und der Aufwand steht natürlich in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Und deswegen entspricht das Blindengeld der Blindenhilfe für die noch nicht Volljährigen. Es waren noch ein paar Änderungen notwendig im Bereich der Anpassung der Begrifflichkeiten. Wir konnten aufgrund der Vorgaben des BTHG jetzt eine Unterscheidung treffen zwischen ambulant und stationär. Das wird aufgehoben. Das heißt, es muss jetzt auch im Landesblindengeldgesetz entsprechend definiert werden. Das heißt, anstelle von stationären Einrichtungen nehmen wir jetzt den Begriff der besonderen Wohnform. Was ist für uns handlungsleitend? Handlungsleitend ist und bleibt für uns das langfristige Ziel der Umsetzung der UN-BRK in der gesamten Behindertenpolitik. Wir wollen, dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigt in das gesellschaftliche Leben eingebunden sind. Wir wollen die Möglichkeit zur Teilhabe stärken. Und dazu zählt auch das Landesblindengeld. Und ich denke, damit sind wir auf einem ganz guten Weg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Änderungen in § 4 Absatz 2, das hatte ich noch vergessen zu sagen, sind notwendig, um ungewollt stärkere Kürzungen des Landesblindengeldgesetzes
das wäre beinahe versehentlich passiert, sage ich jetzt mal, für hochgradige in Sehfähigkeit behinderte Menschen zu verhindern. Es war da ein falscher Bezug eingebaut worden, der wurde jetzt auch noch einmal richtiggestellt. Also ich denke, wir sind hier auf einem guten Weg und wir können sicherlich gern auch noch einmal eine Runde darüber drehen, jetzt im Sozialausschuss. Aber ich würde dann bitten, dem Gesetz, so wie es vorliegt, mit unseren Änderungsanträgen zuzustimmen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Brünnel. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Abg. Arno Enners. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Schwierigkeiten des täglichen Lebens von Menschen mit einer Sehbehinderung ist für uns Sehende nicht zu erfassen und schon gar nicht umfänglich einzuschätzen. So müsste es eigentlich selbstverständlich sein, diesen Menschen zuzuhören, ihre Bedürfnisse und Sorgen ernst zu nehmen und ihre Vorschläge für Erleichterungen im Leben als Auftrag zu verstehen. Meine Damen und Herren, Sie sehen das aber wohl leider ganz anders als die Betroffenen, denn die Gesetzesvorlage lässt nicht erkennen, dass Sie nach der Anhörung auch nur ansatzweise auf die Wünsche der Verbände eingegangen sind. Eine der Forderungen ist die Anhebung des Blindengeldes für unter 18-Jährige. Anschaffungen wie Schulmaterial in Punktschrift oder einem Globus mit tastbarer Oberfläche sind nur zwei kleine Beispiele, die verdeutlichen, dass es einen besonderen Bedarf an Hilfsmitteln für junge Menschen gibt, welche einen hohen finanziellen Aufwand mit sich bringen. Es ist nicht gewährleistet, dass normale Schulen diese Arbeitsmittel im Rahmen der Inklusion vorhalten und somit selbst angeschafft werden müssen. Kinder und Jugendliche muss es finanziell möglich sein, im Rahmen der Teilhabe alle Möglichkeiten auch ausschöpfen zu können. Auch wenn ich jetzt nur zwei Aspekte beleuchtet habe, so wird auch schnell deutlich, dass die Entwicklungs- und Bildungschancen von blinden Kindern und Jugendlichen maßgeblich davon abhängt, wie Eltern ihr Kind fördern und unterstützen können. Insofern ist es mehr als sinnvoll, den finanziellen Rahmen des Blindengeldes für unter 18-Jährige anzuheben, um hier die Chancengleichheit weiter zu verbessern. Sie, meine Damen und Herren, wissen nicht, welche Fördermöglichkeiten das Elternhaus bietet, schränken es aber durch die niedrige Zahlung des Blindengeldes von vornherein ein. Und genau an diesem Punkt kritisieren wir von der AfD den vorliegenden Gesetzentwurf. Es ist für uns nicht nachvollziehbar und auch sachlich überhaupt nicht gerechtfertigt, warum Kinder und Jugendliche weniger Unterstützung durch das Blindengeld erhalten sollen als Erwachsene. Sie, meine Damen und Herren der Landesregierung, führen an, dass Kinder und Jugendliche in der Regel noch zu Hause wohnen und damit ein niedrigerer Satz gerechtfertigt sei als bei über 18-Jährigen. Sie stützen ihre Argumentation in der Gesetzgebung für Menschen mit einer Behinderung damit auf Glauben und nicht auf Wissen. Und dieses sehenden Auges zu tun, halten wir für unsozial. Denn mit Ihrer Nichtwissenheit benachteiligen Sie eine der schwächsten Gruppen in unserer Gesellschaft, und dieses ist beschämend gegenüber den betroffenen Menschen. Dr. Jürgens, erster Beigeordneter des Hessischen Landeswohlfahrtsverbandes, sagte Ihnen in der Anhörung, dass das Blindengeld eine pauschale Leistung ist, welches auf der Tatsache beruht, dass jemand blind ist. Dass Sie, meine Damen und Herren der LINKEN, SPD, CDU und GRÜNEN, diese Benachteiligung hier weiterhin durch die Ablehnung unseres Gesetzesänderungsantrags auf Gleichstellung der unter 18-Jährigen aufrechthalten, gehört in die Rubrik Schlimm, Schade, Schlecht. Auch von der Formulierung der 100%, die jetzt im Gesetzesantrag stehen, darf man sich nicht täuschen lassen. Denn diese de facto Erhöhung, diese 100%, sind nur 63 Cent mehr für blinde Jugendliche. Mit Unterstützung von Kindern und Jugendlichen hat diese Erhöhung nichts zu tun. Sie dient einzig und allein der Vereinfachung der Abrechnungsmodalitäten beim Hessischen Landeswohlfahrtsverband. Und genau dieser Landeswohlfahrtsverband hat errechnet, dass unser Vorschlag zur Erhöhung des Blindengeldes rund 1,2 Millionen € pro Jahr an Mehrkosten verursacht.
Wenn man sich jetzt vor Augen hält, dass im Nachtragshaushalt eine Zinsersparnis von ca. 50 Millionen € aufgezeigt werden, wäre man damit finanziell in der Lage, den Mehrbedarf für Kinder und Jugendliche für gut 41 Jahre abzudecken. Allein durch diese Tatsache ist Ihre ablehnende Haltung nicht nachvollziehbar. Ein weiterer Punkt, den wir von Anfang an beantragt hatten, ist die Entfristung des Gesetzes. So teilten z.B. der Blindenverband, die Uni Kassel und die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände mit, dass es keinen sachgerechten Grund gibt, das Gesetz erneut zu befristen. Warum auch? Sollten Änderungen notwendig werden, können diese auch im Rahmen des normalen Gesetzgebungsänderungsverfahrens eingebracht werden. Meine Damen und Herren, die Rechtssicherheit für die Betroffenen sollte hier an erster Stelle stehen. Und an folgendem Beispiel möchte ich die Notwendigkeit der Entfristung verdeutlichen. Die Anschaffung eines blinden Schriftdisplays kostet realistisch gesehen 8.000 bis 10.000 €. Wenn ein Sehbehinderter diese Anschaffung über einen Bankkredit finanzieren muss und das Blindengeld für die Ratenzahlung nutzen möchte, so ist klar, dass die Raten entsprechend hoch sein werden, denn die Bank wird die Ratenhöhe an die zeitliche Befristung knüpfen. Man kann sagen, hier wird ohne Not ein Missstand aufrechtgehalten. Bleibt die Frage, wieso kommt die Regierung hier dem Wunsch der Betroffenen nicht nach und schafft lebenserleichternde Vorteile für diese betroffenen Menschen? Meine Damen und Herren der Landesregierung, wenn Sie das Gesetz nun erneut befristen, senden Sie automatisch das Zeichen aus, dass das Gesetz in einigen Jahren erneut zur Disposition steht und dass Sie keine Rechtssicherheit gewähren wollen. Auch in Sachen Taubblindengeld bleibt der Gesetzentwurf bislang inhaltsleer. Es sind seit den letzten Ausschuss- und Plenarsitzungen bereits wieder viele Wochen vergangen, in der die Regierung augenscheinlich untätig war. Denn ein Gesetzentwurf zum Taubblindengeld wurde von der Regierungskoalition bis jetzt nicht vorgelegt. Andere Bundesländer sind da schon erheblich weiter, was wiederum zur Frage führt, warum es die Hessische Landesregierung den anderen Bundesländern nicht einfach gleich tut. Sie brauchen das Rad hier ja nicht neu zu erfinden. Meine Damen und Herren, als Schlussfolgerung rund um das Landesblindengeld bleibt festzuhalten, unser Änderungsvorschlag hätte monatlich eine Verbesserung von knapp 260 € für Kinder und Jugendliche bedeutet. Stattdessen werden nun die unter 18-Jährigen um lediglich 63 Cent bessergestellt. Auch unser Ansatz, das Gesetz zu entfristen, um Rechtssicherheit für die Betroffenen zu schaffen, wird nicht verfolgt, sondern das Gesetz wird wohl weiterhin nur befristet gültig sein. Meine Damen und Herren, aus unserer Sicht haben Sie mit Ihrer ablehnenden Haltung bis jetzt die Chance verpasst, ein den Anforderungen entsprechend bürgernahes Gesetz auf den Weg zu bringen. Deshalb werden wir der Vorlage auch nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Enners. Nächster Redner für die Fraktion der CDU ist der Abg. Max Schad. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Diese Woche ist eine gute Woche für die blinden Menschen in Hessen. Und dies aus vier Gründen. Ich will einmal vier Punkte hier nennen. Mit dem vorliegenden Gesetz erweitern wir den Kreis der Anspruchsberechtigten ein weiteres Mal. Zukünftig stehen allen Personen ergänzende Ansprüche aus dem Landesblindengesetz zu, deren Ansprüche etwa aus dem Bundesversorgungsgesetz unterhalb des Landesblindengeldes liegen. Die Betroffene erhalten dadurch höhere Leistungen, und gleichzeitig beseitigen wir auch eine Gerechtigkeitslücke. Zweitens. Wir gewähren zukünftig auch all jenen einen Anspruch aus dem Gesetz, die an einer vorübergehenden Sehstörung leiden. Und damit erweitern wir den Empfängerkreis des Gesetzes und helfen Menschen in unserem Land in einer ganz schwierigen Lebenssituation. Und auch dies ist ein ganz wichtiger Schritt. Und drittens. Machen wir durch eine Reihe an Änderungen das Verwaltungsverfahren klarer und das Gesetz insgesamt verständlicher. Davon profitieren neben den Anspruchsberechtigten durch mehr Transparenz auch alle Behörden, die in der Vollzug des Gesetzes betraut sind. Und viertens, liebe Kolleginnen und Kollegen, verlängern wir die Ansprüche der blinden Menschen in Hessen um weitere 7 Jahre. Damit schaffen wir für die über 13.000 blinden Menschen in Hessen Sicherheit und Klarheit. Ich möchte betonen, bereits heute steht Hessen mit seinen Regelungen sehr gut da.
Unser Landesblindengeldgesetz ist wesentlich leistungsfähiger als alle anderen Regelwerke in den Bundesländern, sowohl was die Höhe der Leistungen als auch den Kreis der Anspruchsberechtigten anbetrifft. Dies bauen wir mit den vorliegenden Änderungen jetzt noch einmal aus. Und es wäre schön, wenn die Opposition das vielleicht auch einmal ein bisschen in ihrem Klagelied eingeordnet hätte. Denn besonders relevant ist doch am Ende die Höhe der gezahlten Leistungen im Vollbezug. Und hier steht Hessen auf Platz 1 aller Bundesländer. Ich will es einmal konkret machen. In Hessen erhält ein volljähriger blinder Bürger 636 €. Das ist der höchste Betrag aller deutscher Länder. In Thüringen, Frau Böhm, wo die Linkspartei regiert, sind es nur 400 €. Das sind 10 € weniger als bei unseren Nachbarn in Rheinland-Pfalz. In Brandenburg, wo DIE LINKE bis vor Kurzem die Sozialministerin gestellt haben, sind es sogar nur 345,80 €. Und es passt ein wenig ins Bild, Frau Kollegin Böhm, hier große Forderungen aufstellen und dort, wo man dann konkrete Verantwortung trägt, dem Anspruch überhaupt nicht gerecht zu werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Großen und Ganzen haben wir bei der Anhörung regen Zuspruch zu unserem Vorhabenverfahren, und das freut uns. Und mit dem vorliegenden Änderungsantrag bessern wir noch einmal an einer Stelle nach. Und ich möchte an der Stelle gar nicht mehr auf den Standardvorwurf eingehen, wir würden den verwenden, wir würden den Betroffenen nicht zuhören. Mitnichten ist das so. Wir haben in einer Kaskade an Beratungen sehr genau zugehört und haben den Gesetzentwurf an ganz vielen Stellen auch entsprechend angepasst. Ein Ergebnis der Anhörung ist z.B., dass das Land Hessen mit den anderen Ländern in Kontakt treten wird, um die Frage der Leistungsvoraussetzung bisheriger Wohnsitz in Hessen zu überprüfen. Die Kollegin Alex hat es angesprochen. Dieser Passus ist in allen Bundesländern einheitlich geregelt, um einzelne Kostenträger und auch die Kommunen vor überhöhter Kostenbelastung zu schützen. Wir wünschen der Landesregierung bei ihrem Unterfangen viel Erfolg. Und ein Vorschlag der LINKEN, der hier geäußert worden ist, das einseitig auszukünden, wäre ein föderales Faustspiel. So wollen wir nicht arbeiten. Und ich möchte auch noch einmal etwas zu dem Thema Befristung sagen. Die Kollegen von der LINKEN und von der SPD sind jetzt ja der AfD nachgezogen und haben das Thema aufgegriffen. Ich möchte hier ein Stück weit auch an die staatspolitische Verantwortung der Opposition erinnern. Wir alle sind uns einig, dass das Landesblindengeld ein konstitutiver Bestandteil ist, an dem wir gar nicht rütteln wollen. Und wenn die Verbände zu uns herkommen und ihre Ängste formulieren, dass wir eine Sozialleistung eventuell abschaffen wollten, dann wäre es doch sinnvoll, sie würden einfach sagen, nein, das ist hier im Haus unbestritten, und es ist nicht vorstellbar, dass es, anstatt dass sie das Gegenteil tun und noch in das Horn stießen und Ängste sogar noch vergrößern. Ich finde, sie werden hier an dieser Stelle ihrer staatspolitischen Verantwortung nicht gerecht. Und ich will das auch ganz bewusst in Richtung AfD sagen. Ich war ja ganz ehrlich sehr überrascht, dass Sie ganz offensichtlich jetzt Ihr soziales Herz entdeckt haben. Bisher sind Sie nur mit neoliberalen Äußerungen aufgefangen. Insofern ist das schon gewissermaßen eine Trendwende. Ein wichtiges Thema, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem wir uns im kommenden Jahr beschäftigen wollen, ist die Einführung eines Gehörlosengeldes sowie eines Taubblindengeldes. Ich freue mich, dass die Koalition in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen hat, diese neue und wichtige Sozialleistung einzuführen. Die verschiedenen Vorlagen zeigen ja, dass auch andere Fraktionen in diesem Haus dieses Ziel unterstützen, und auch das freut uns. Hessen wird dann zu der kleinen Gruppe gehören, die seinen Bürgerinnen und Bürgern diese Leistung anbietet, und ich sage dazu, sie sind auch bitter nötig. Wir haben ja bereits darüber gesprochen, und sicher wird der Minister auch gleich noch einmal darauf eingehen. Die Vorarbeiten dafür kommen gut voran, sodass der Gesetzgebungsprozess dann im kommenden Jahr stattfinden kann. Und insbesondere beim Taubblindengeld ist unser Vorgehen richtig, in einem aufwendigen Verfahren die tatsächlichen Bedarfe festzustellen, statt mit dem dicken Daumen zu peilen, wie es in den vorliegenden Anträgen der Opposition geschieht. Und auch beim Gehörlosengeld erwarte ich mir ein schlüssiges Konzept, das die Empfänger der Leistung deutlich in ihrem Alltag stärkt. Und auch hier, liebe Frau Kollegin Böhm, ist das Beispiel Thüringen mit den pauschalen 100 €, also dann eher der dünne Daumen statt dem dicken Baum, nicht unbedingt das Vorbild, an dem wir uns orientieren sollten. Unter dem Strich, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird das Ganze ein sehr guter Dreiklang. In dieser Woche werden wir die Leistungsverbesserung beim Blindengeld auf hohem Niveau
und dann im kommenden Jahr die Einführung von Gehörlosen- und Taubblindengeld auf den Weg bringen. Ich freue mich für den Kreis der Leistungsbezieher und sage mit Zufriedenheit, diese Regierungskoalition handelt, um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in unserem Land zu verbessern. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schad. Zu einer Kurzintervention gemeldet hat sich die Kollegin Alex. Sie haben das Wort. Ja, meine Damen und Herren, Herr Schad, Sie sind neu in diesem Parlament, und das merkt man. Ich bin auch noch nicht lange dabei, aber eins habe ich ziemlich schnell gelernt. Es ist ganz günstig, erstens, wenn man sich mal anguckt, wie vorher über ein bestimmtes Thema diskutiert wurde, und zweitens, wenn man den Redebeiträgen auch des politischen Mitbewerbers mal ein bisschen genauer zuhört. Dann hätten Sie sich hier nicht zu der Behauptung versteifen können, dass wir der AfD nachgezogen wurden. Soweit ich weiß, war 2017, als wir den Antrag gestellt haben, die Befristung abzuschaffen, die AfD überhaupt noch nicht in diesem Parlament. Und wenn Sie weiterhin zugehört haben, dann wüssten Sie, dass ich das auch in der ersten Lesung schon gesagt habe. Und ich finde es schade, dass jemand im Sozialausschuss ist, der so leicht wütend wird. Das haben wir auch im Sozialausschuss schon erlebt, ja, der so leicht wütend ist und sich so leicht hinreißen lässt. Da will ich ehrlich sein, das kennen wir auch. Aber wir haben einen großen Vorteil. Wir haben auch noch Humor dabei und sind nicht so moralinsauer. Das ist unser Vorteil. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Herr Kollege Schad hat jetzt die Möglichkeit zu erwidern. Herr Kollege Schad, Sie haben das Wort. Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Kollegin Alex, Sie haben das jetzt ja schon öfters gesagt. Sie greifen heraus, dass ich ein neues Mitglied bin. Das machen Sie ja auch gerne im Ausschuss. Ich weiß gar nicht, was Ihnen da so besonders gefällt oder was da ein Nachteil dran sein soll oder warum man das immer wieder herausheben muss. Ich finde auch nicht, das will ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich die Kontenance, die Fassung verloren habe. Im Gegenteil, ich habe sehr dezidiert darauf Stellung genommen, was Sie hier vorgetragen haben. Und ich finde, dass das, was vieles von dem, was Sie dargelegt haben, einfach so sachlich nicht stehen bleiben darf und dass man da schon das Recht haben muss, auch mal darauf einzugehen. Und ich habe das in einem ordentlichen Ton gemacht. Ich verstehe gar nicht, warum Sie hier von der Seite so kommen müssen und so einen Ton hier anschlagen brauchen. Das hat die Debatte eigentlich gar nicht verdient. Und wenn Sie sagen, ich bin pralinensauer, dann, wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss ich sagen, Sie haben recht. Ich bin aber pralinensüß. Ich bin ein leidenschaftlicher Fan von Pralinen. Meine Frau hat mir gerade einen schönen Adventskalender mit Pralinen geschenkt. Den habe ich sogar mit dabei, um meine Pralinen zu genießen. Und Sie werden mich auch in den nächsten Tagen pralinensüß erleben. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Schad. Für 30 Sekunden hat noch der Kollege Enners die Möglichkeit, jetzt noch einmal ans Rednerpult zu kommen. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Kollege Schad, ich finde es ja gut, wenn man etwas ordentlich machen will und es nicht über den dicken Daumen, sondern planvoll und auch richtig gerechnet. Bin ich ja ganz bei Ihnen. Aber was ich Ihnen ankreide, Sie haben schon so viele Jahre verstreichen lassen. Sie sitzen schon so viele Jahre hier als CDU, ja, und haben es noch nicht angepackt. Sie haben es verstreichen lassen. Das ist das, was ich ankreide. Aber wir werden sehen, vielleicht wird ja noch einmal was draus. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Klose. Lieber Herr Präsident, meine Damen und Herren! Menschen mit Behinderung und deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben für uns einen besonderen Stellenwert. Das können Sie im Koalitionsvertrag sehen, und das können Sie auch
in unserer täglichen Arbeit sehen. Das gilt natürlich und in besonderem Maße auch für Menschen mit Sinnesbehinderung. Ich will es gleich vorwegnehmen, ich habe es ja auch schon bei der ersten Lesung angekündigt, dass wir dabei sind, den Koalitionsvertrag selbstverständlich umzusetzen und analog zum Landesblindengeld auch ein Landesgehörlosengeld gesetzlich zu verankern. Ich brauche da aus meinem Herzen auch keine Mördergrube zu machen. Natürlich wäre es noch schöner gewesen, das gleich in ein gemeinsames Gesetz gießen zu können. Das war aber nicht möglich, weil die Vorarbeiten nicht so weit gediehen waren und wir ja nicht in Kauf nehmen können, dass das Landesblindengeldgesetz tatsächlich ausläuft. Insofern muss es jetzt so rum sein. Wir machen heute das Landesblindengeldgesetz und das Landesgehörlosengeld und natürlich auch das hessische Taubblindengeld folgen dann so schnell wie möglich. Auch das war ja Gegenstand der Anhörung, und ich glaube, es ist für uns alle wichtig, und da sollten wir das auch alle als Verpflichtung betrachten, dass wir den Menschen Sicherheit geben und sie nicht verunsichern. Das gilt für die Absicht, ganz genauso für die Frage der Befristung. Niemand will das Landesblindengeld auslaufen lassen. Das ist, glaube ich, auch hinreichend klar gemacht worden. Im Rahmen der Novelle dieses Gesetzes haben wir den Dialog mit allen beteiligten Akteurinnen und Akteuren gesucht. Ich will zunächst einmal sagen, dass dieser Austausch schon im Vorfeld des Gesetzentwurfs überaus fruchtbar war. Er war immer konstruktiv. Natürlich konnten nicht in allen Punkten Konsens erzielt werden. Aber es ist doch ein großer Teil der diskutierten Aspekte in diesen Gesetzentwurf eingeflossen. Deshalb ist mir wichtig, mich bei allen Beteiligten für diese aktive Mitwirkung herzlich zu bedanken. Der Gesetzentwurf, der aus diesem Austausch entstanden ist, der modernisiert das Landesblindengeldgesetz nicht nur und macht es leichter lesbar, sondern vor allem sorgt er für spürbar mehr Gerechtigkeit und auch für Einheitlichkeit im Umsetzungsverfahren. Beispielsweise dadurch, dass für Menschen, die aufgrund ihrer Erblindung Leistungen des sozialen Entschädigungsrechts erhalten, das trifft beispielsweise Menschen, die Opfer einer Straftat geworden sind, bei der sie ihr Augenlicht verloren haben, dass diese Menschen auch nach den neuen Regelungen dann einen Rechtsanspruch haben, auch dann, wenn die nach dem sozialen Entschädigungsrecht gewährten Leistungen niedriger sind als die Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz. Nach der alten Regelung waren diese Personen nämlich vollständig von Leistungen des Landesblindengeldgesetzes ausgeschlossen, und sie bekommen bis heute weniger Geld als andere blinde Menschen. Und das wollen wir mit dem neuen Gesetz ändern. Und nach der, wie ich jedenfalls fand, wirklich erkenntnisreichen Anhörung im Ausschuss haben die Regierungsfraktionen ja noch einzelne Änderungen, aber auch redaktionelle Anpassungen, insbesondere in § 4 des Gesetzes, beantragt, die ich ausdrücklich unterstütze. Da geht es beispielsweise um die Berechnung des Blindengelds für unter 18-Jährige, und es geht um die Anpassung der Begrifflichkeiten im Landesblindengeldgesetz an das Bundesteilhabegesetz. Mit dem dann jetzt zu beschließenden dritten Gesetz zur Änderung des Landesblindengeldgesetzes schaffen wir ein modernes Gesetz. Ich glaube, es ist im Vergleich zur bisherigen Version nicht nur sprachlich besser zugänglich und auch an die bundesgesetzlichen Regelungen angepasst, sondern es sorgt tatsächlich auch für mehr Gerechtigkeit, für transparentere Regelungen und für mehr rechtliche Klarheit. Ich will es noch einmal sagen, dieses modernisierte Landesblindengeldgesetz ist unser erster Schritt hin zur rechtlich verankerten Verbesserung der Teilhabechancen von Menschen mit Sinnesbehinderungen. Die Gesetzentwürfe für ein Landesgehörlosengeld und ein Landestaubblindengeld folgen. Das alles sind wichtige Elemente zur weiteren Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Wir fühlen uns ihr nicht nur verpflichtet, sondern wir wollen das gemeinsame, selbstbestimmte Leben von Menschen mit und ohne Behinderung hier in Hessen fördern. Sie können das auch daran sehen, dass wir ja strukturelle Veränderungen im Ministerium vorgenommen haben, um das Bundesteilhabegesetz besser und schneller hier in Hessen umzusetzen.
Und am Ende geht es jenseits aller Paragraphen darum, das selbstbestimmte Leben von Menschen mit und ohne Behinderung hier in Hessen zu stärken. Und dafür werbe ich um Ihre Zustimmung. Herr Minister, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Pürs hinzu? Nein. Ende. Ich will nur noch eins sagen, liebe Frau Alex. Auf die Frage Moralinsauer und Humor komme ich bei Gelegenheit vielleicht zurück. Aber ich glaube, wir können das in aller Freundschaft tun. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Damit sind wir am Ende der Aussprache. Es ist Kollege Pürsün. Er hat noch durchaus Redezeit, nämlich 4 Minuten 53. Bitte schön. Oder noch länger, wenn er will. Ja, ja, ich weiß, aber grundsätzlich. Ja, also ich hätte so viel Redezeit auch gar nicht gebraucht, Herr Präsident, wenn der Minister einfach eine Zwischenfrage zugelassen hätte. Aber da scheint ja irgendwie die Souveränität für so etwas zu fehlen. Herr Minister, wir haben mehrfach kritisiert, dass wir dieses Sinnesbehindertengesetz nicht haben, dass wir das Taubblindengeld nicht haben, das Gehörlosengeld. Sie haben jetzt gesagt, das wird irgendwann kommen. Aber wenn man auf Sie wartet, vergeht ja sehr viel Zeit. Vielleicht erklären Sie einfach einmal, wann es konkret kommt. Herzlichen Dank, Herr Pürsün. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann sind wir am Ende der Aussprache angelangt. Es ist die dritte Lesung beantragt worden. Damit verweisen wir zurück den Gesetzentwurf und die damit verbundenen Änderungsanträge. Ich gehe davon aus, auch den Antrag der SPD. Alles klar, alles in den SIA zur Vorbereitung der dritten Lesung. Alle einverstanden? Dann machen wir das so. Wunderbar. Und ich rufe Günter Rudolph, bitte. Moment mal. Ach, Top 57. Der ist separat, der soll auch in den Ausschuss und hat mit der dritten Lesung nichts zu tun. Ne? Das ist schon klar, aber wir haben es jetzt mit in den Ausschuss verwiesen. Alles klar. Gut. In den regulären Ausschuss. Das könnt ihr ja im Ausschuss selbst entscheiden, wie ihr das macht. Sehr gut, aber wir wissen Bescheid und haben es auch so protokolliert und vernommen.